Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um das Abhärten von euren Paprikapflanzen, von den Jungpflanzen. Wie ich das mache und warum ich das mache, das möchte ich euch in meinem Video einmal kurz erklären. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Pflanzen hier in einem Karton gepackt. Einfach aus dem Grund, dann sind sie schnell raus und auch wieder schnell reingebracht, wenn das Wetter nämlich nochmal umspringt oder die Temperaturen auch tatsächlich richtig in den Keller gehen sollten. Außerdem lasse ich die Pflanzen nicht den ganzen Tag draußen, sie gehen abends wieder rein. Deshalb am besten irgendwo reinpacken, wo man sie schnell transportieren kann. Und worauf ihr beim Abhärten von Paprikapflanzen achten solltet, das möchte ich euch kurz einmal erklären. Und dann am Schluss des Videos auch natürlich noch die Begründung, warum ich das Ganze mache. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich nicht nur meine Paprika draußen, sondern auch viele andere Jungpflanzen, die einfach hier jetzt schon abgehärtet werden. Worauf muss man achten? Wann fangen wir damit an? Ich fange damit in der Regel Ende April an. Guck natürlich auch immer so ein bisschen aufs Wetter. Wenn es Ende April noch zu kalt ist, dann lasse ich das. Ich achte immer so darauf, dass ich Temperaturen so um die 10 Grad tagsüber habe. Und dann fange ich vorsichtig an im Schatten, da wo wirklich gar keine Sonne scheint. Und stelle die Pflanzen erstmal so für 3 Stunden ungefähr raus. Nach und nach verlängere ich die Zeit dann und irgendwann gönne ich dann den Jungpflanzen auch etwas mehr Sonne. Das heißt, ich stelle sie nach und nach dann etwas heller, aber niemals direkt in die Mittagssonne rein. Das mache ich nicht. Ich gönne denen dann höchstens mehrere Sonnenstunden am Tag, aber halt nicht den ganzen Tag. Und so werden sie jetzt schon abgehärtet. Sie werden hier an das etwas rauere Klima gewöhnt, im Gegensatz zu drin, wo es immer gleich warm ist, wo kein Wind herrscht, wo immer ja geschützte Bedingungen sind. Draußen ist das nicht. Und hier werden die Pflanzen jetzt schon abgehärtet, können sich schon mal daran gewöhnen, wie es draußen ist, bevor sie dann nach den Eisheiligen ausgepflanzt werden. Allerdings auch nur, wenn da die Temperaturen dann schon warm genug sind, sodass wir keine Fröste mehr zu befürchten haben. Und warum mache ich das Ganze? Einfach aus dem Grund, die Pflanzen, wenn sie sich an das Wetter oder an das Klima draußen gewöhnen, haben es leichter, wenn man sie auspflanzt. Das bedeutet, sie müssen sich da nicht erst ad hoc dran gewöhnen an die Bedingungen draußen. Viele Pflanzen stellen nämlich dann erstmal das Wachstum ein, der sogenannte Wachstumsschock, wenn es nach draußen geht, weil es auf einmal kälter ist. Manche Pflanzen gehen dann leider auch kaputt. Und der andere Vorteil ist, ihr habt Pflanzen, die sind etwas robuster. Das heißt, wenn die Temperaturen tatsächlich dann auch nochmal etwas weiter runtergehen sollen, kommen diese Pflanzen, die vorher abgehärtet wurden, auf jeden Fall besser mit den klimatischen Bedingungen zurecht als Pflanzen, die direkt von drin nach draußen ausgepflanzt wurden. Das sind die Gründe, warum ich meine Jungpflanzen, in dem Fall jetzt hier anhand des Beispiels der Paprika, draußen abhärte. Ich fange wie gesagt Ende April an für ca. 3 Stunden und das verlängere ich dann, bis dann irgendwann die Pflanzen tagsüber den ganzen Tag draußen sind. Nachts hole ich sie oder abends hole ich sie immer rein, weil ich mich da auf den Wetterbericht nicht verlassen möchte. Es könnte doch immer noch mal sein, dass Frost dann kommt und es wäre sehr ärgerlich, wenn man ja jetzt die Jungpflanzen alle noch verlieren würde. Man hätte dann fast schon gar keine Möglichkeit mehr, das Ganze aufzuholen, sodass man dann am Ende auch wirklich noch eine gute Ernte hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!